Hallo, ihr seid auf der Suche nach einem kleinen sportlichen Auto. Dann habe ich hier mal was ganz anderes für euch, und zwar den Renault Megane als Limousine, und das ist der GT. Also ein richtig sportliches kleines Auto, und da haben wir schon richtig viel Extras mit bei. Wir haben die Voll-LED-Scheinwerfer mit dem LED-Tagfahrlicht, Nebelscheinwerfer. Was ich immer ganz, so kleine Details finde ich immer ganz spannend. Wir haben hier vorne nochmal ein GT-Zeichen, einfach nochmal, um hervorzuheben, dass das ein sportliches, aggressives Auto ist. Man sieht es, die Spiegel, die klappen jetzt gerade auf. Das ist, weil ich den Schlüssel dabei habe. Das heißt, der hat eine schlüssellose Zentralverriegelung. Das heißt, wenn ich in die Nähe vom Fahrzeug komme, dann klappen schon mal die Spiegel auf. Und sobald ich meine Hand reinmache, schließt sich das Auto auf. Und sobald ich weggehe vom Fahrzeug, schließt das auch automatisch zu. Wir haben auch die originalen GT-Felgen, 18 Zoll auf Allwetterreifen. Was jetzt bei dem Auto nochmal speziell ist, also das ist ein Ford Control. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Wenn ihr mit Renault ein bisschen zu tun habt, dann kennt ihr es vielleicht. Aber die Hinterachse lenkt ein wenig mit. Soll ein bisschen das Lenkverhalten und allgemein die Stabilität ein bisschen verbessern. Ganz interessant. Auto kommt in Schwarz. Wir haben mal eine Kontrastfarbe im Spiegel, in den Spiegelkappen mit dabei, also das Grau. Und ja, der GT ist natürlich allgemein schon sportlich gehalten, ein bisschen aggressiver, ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen was für jüngere Autos, jüngere Fahrer. Hinten die Doppelauspuffanlage. Dazu muss man sagen, das ist jetzt zwar nur eine Blende, aber ich finde, das macht auf jeden Fall schon mal ein bisschen was her. Parksensoren vorne und hinten und auch die Rückfahrkamera in dem Renault-Zeichen. So, ich zeige euch den Kofferraum nochmal, weil der ist ja auch nicht immer so ganz unwichtig, gerade wenn man mal in Urlaub will oder für den täglichen Einkauf. Also der ist ziemlich tief, man hat genügend Platz, und zusätzlich, weil das Reserverad natürlich nicht mehr da ist, hat man hier nochmal einen kleinen doppelten Boden mit extra Verstauplatz. So, unser Renault, der ist jetzt von 10 2016, hat knapp 57.200 Kilometer gelaufen, ist ein Benziner Automatik und hat 205 PS. Also der hat ordentlich Dampf unter der Haube, bringt ordentlich Spaß und sieht natürlich in diesem Schwarz auch noch richtig schmuck aus. Ich würde sagen, kommt mal mit rein. Ich zeige euch drin nochmal die Highlights. Kommt mal mit. So, im Innenraum von dem Renault Megane GT. Natürlich, wie man das von einem GT erwartet. Man kommt rein, das ist ein sehr sportliches Auto. Wir haben die Sportsitze mit drin. Man sieht es wahrscheinlich hier. Und wir haben überall diese blauen Akzente mit dabei. Ob es jetzt bei den Ziernähten sind, ob es direkt bei den Sitzen sind. Hier vorne beim Armaturenbrett haben wir nochmal blaue Akzente. Und natürlich auch das Ambiente Light ist jetzt auf blau eingestellt. Das ist natürlich immer wieder Geschmackssache. Ich finde, das sieht schick aus, gerade auch, weil der Innenraum ziemlich dunkel gehalten ist. Wir haben ja den Automatik, das heißt, wir haben hier auch noch zusätzlich die Schaltwippen dazu, um nochmal sportlicher zu fahren. Das heißt, man kann den manuell schalten. Wir haben das Navi mit dabei, wir haben Freisprecheinrichtungen, Bluetooth, also das, was man in jedem Auto auf jeden Fall haben sollte, Sitzheizung und auch schon das automatische Einparken. Wir haben ein voll digitales Kombi-Instrument und auch schon die Verkehrszeichenerkennung, finde ich immer ganz, ganz spannend. Einfach, wenn man sich nicht auskennt und man hat ein Schild übersehen, dann kann man das da nochmal nachgucken. Für mich ist es echt überraschend, also das ist positiv überrascht, aber ich würde sagen, kommt trotzdem selber mal vorbei, überzeugt euch selber, fahrt das Auto mal und schaut euch mal an, ob so ein Renault vielleicht was für euch wäre. Sprecht uns an, wir würden uns auf jeden Fall freuen, und bis dahin.